Nimm also was anderes. Ja, Mist. Hat jemand einen Pfeil dabei? Mal bei so bei. Ich hab einen Apfel gefunden. Das ist ganz schön schwer. Da sind doch Pfeile. Kannst du den Pfeil mit dem Apfel und dann... Wilhelm Tell? So ein bisschen. Kannst du Wilhelm Tell nachsprechen? Jetzt Wilhelm Tell googeln? Entschuldigung, weil das werden die meisten wahrscheinlich nicht kennen. Das ist noch vor der Zeit von den meisten. Jetzt sag mir noch mal einer, wie man so einen Dispenser baut. Ich hab nämlich überhaupt keine Ahnung. Braucht mit Alt F4. Oben rechts ist so ein Kreuz. Das musst du in deine Crafting Bench ziehen. Komm mal her. Komm mal her. Wir haben schon lange keinen Kisten umgebracht. Ne? Oh, weißt du, der tötet heute alle. Er ist so ein bisschen aggressiv. Das hier. Haben wir früher öfter gemacht. Ganz toll. Ich bin so froh, dass wir das nicht mehr machen. Du bist schon hier, ich wollte dich reporten. Fehlt dir irgendwas? Ich habe bestimmt was von dir aufgehoben. Bestimmt. Ich hab Cleanstone hatte ich nicht dabei. Hier, Cleanstone, weg damit. Brauche ich nicht. Half-Slabs, ganz viele Holz. Ganz viel Holzkram. Half-Slabs, da. Was noch? Holz! Holz. Sticks. Sticks. Du hast noch was? Hast du noch was? Eier hatte ich auch keine. Ich hab keine Eier. Ich hab zwei. So. Muss gehen. Too much information. Wie baue ich jetzt einen Dispenser? Dacht mir das jetzt mal. Braucht man Pfeil und Bogen für, ne? Nee. Aber man braucht, glaube ich, Redstone, oder? Ja, Redstone habe ich. Redstone in der Mitte. Ja, und dann? Steine drumrum, glaube ich. Irgendwie sowas. Sicher? Nee. Aber es ist schon mal ein Anfang. Ist die Frage zu schwierig, eigentlich? Ist schon schwer, ne? Wenn die Leute jemanden imitieren müssen, eventuell jetzt so spontan. Ja, das kommt unvorbereitet. Ja, also, ich muss sagen, ich verstehe überhaupt nicht, was er damit für ein Problem hat. Ich meine, das ist doch total einfach. Mein Mann kann das auch. Der imitiert den ganzen Tag wieder, unsere Lieblingskuh. Echt? Ja, die Kuh ist wunderschön und ein dicker Euter. Du hast noch meine Dingens, mein Werkzeug. Oh, gebe ich dir gleich. Apropos dicke Euter. So lange, wie ich Minecraft spiele, ich habe noch nie einen Dispenser gebaut, noch nie. Never ever. Genau. Okay, alles klar. Ja. Hier sind Klotz drin. Das war schon komisch. Man braucht einen Bogen, man braucht Pfeile und man muss Redstone runterpacken. Alles klar. Was willst du? Werkzeug? Werkzeug. Das Werkzeug. Das habe ich eigenständig aus eurem Lager geklaut. Das da noch. In die Axt noch, genau. Okay, warte, nächste Frage. Was ist deiner Meinung nach die nervigste Superheldenkraft, die du dir vorstellen könntest? Die nervigste ist geil. Die nervigste Superheldenkraft, die du dir vorstellen könntest. Ich bin ja so hier so der Comic-Freund und red da ja auch gerne drüber wegen Marvel und DC. Und das ist auch so eine schöne Frage, die die Leute beantworten können, ohne sich dementsprechend drauf... Im Dunkeln leuchten. Geil. Dann hätte ich keine Angst mehr im Dunkeln. Ey, das ist mal eine geile Kraft. Aber wenn du dich verstecken musst im Dunkeln, ist es, glaube ich, scheiße, wenn dich keiner finden darf. Oder kann man das abstellen? Glaub nicht. Oh. Deswegen ist er nervig. Genau. Schon so ein bisschen. Also ich würd gerne Gedanken lesen, glaube ich. Das wäre cool. Aber dann gibt es ziemlich viele Informationen, die eigentlich nicht so leicht zu verarbeiten oder sind. Mich irgendwo das kann hinmorfen. Auch sehr nervig sein. Mich irgendwo hinmorfen wäre auch geil. So einfach hinmorfen. Okay, also TP. PW go to HQ. Kann ich. Hinmorfen. Oh mein Gott. Aber wir hatten auch gerade die nervigsten Fähigkeiten, nicht die geilsten. Genau. Im Dunkel leuchten. Im Dunkel leuchten ist schon extrem nervig. Ist schon nervig. Ja. Was wäre denn noch nervig? Wenn man den ganzen Tag irgendwie so Würmer kotzen müsste oder so, ich weiß zwar nicht, was das mega super Kraft. Ja? Das ist schon nervig, da hast du recht. Oh ja. Gibt acht Bösewichte, es ist die kotzende Ute.
Die kotzende Wurmfee. Oh, nein. Hat der kotzende Ute gesagt? Das ist nicht nur. Nein, ich meine jetzt nicht, weil sie nicht Ute heißt, sondern allgemein. Sicher, dass sie nicht Ute heißt? Ja. Ja? Ich heiße nicht Ute. Genau. Sie heißt das nicht Ute. Ja. Also genau so heißt sie, nicht Ute. Nicht Ute. Nicht, hallo, nicht die Ute. Nicht die Ute. Nicht die Ute. So, Moment, so, jetzt hab ich alles. Wie würdet ihr euch nennen, wenn ihr Superheldennamen euch aussuchen könnt? Rothermoon. Runzelfee. Aber es ist langweilig, wenn wir uns jetzt einfach so nennen. Und was ist euer, was wäre euer, Kryptonit. Signal, also wie bei Batman, da wird ja immer, bei Batman wird ja so eine Fledermaus an Himmel geworfen. Ja. Per Scheinwerfer, was wäre euer Symbol? Mein Symbol? Ein Smiley. Nein. Ein Plasma-Cutter, glaube ich. Ein Plasma-Cutter. Hallo, ja. Isaac, komm mal wieder vorbei. Wir haben hier so einen Insektenbefall. Das wäre voll schön, würdest du mal vorbeischauen. Hier auf der Raumstation. Oder so ein Herzchen vielleicht. Für den Rothermoon. Oh. Und für den Rio einen Penis. Wo wir wieder beim Thema sind. Apropos. Für den Marvin Apfel. Ein Apfel, genau. Aber ich bin gar kein Apple-Freund. Für den Basti ein Gummibärchen. Genau. Oder ein Keks. Okay. So ein richtig schön, so ein Prinzenrollen-Keks. Ja, so. mit dieser Gravur da, die da immer drin ist. Gib mir Keks, Johanna. Keks, Johanna. Keks, Johanna, warum haben wir das nicht? Was war denn da drin? Entschuldigung, das ist falsch. Dann nehmen wir auch mal mit. Falsche Stimme war das. So. So, jetzt wird das etwas sumpfiger hier. Bei mir. Holz! Holz! Ich brauch Holz! Geh mal eine Holzhacken für ihn. Geh doch selber Holzhacken, ey! Erst soll ich hier kochen und dann soll ich putzen und jetzt soll ich noch Holzhacken oder was? Hol mal die Kinder aus dem Kindergarten ab, jetzt mach mal hin hier. Helft dir mal in den Hausaufgaben. Hol mal hier. Den ganzen Tag machst du nix, Fee. Was soll das eigentlich? Warum sind wir überhaupt verheiratet? Achso, wir sind gar nicht verheiratet. Nee, du bist mit Lena verheiratet, aber gut. Ach, da war ja was. Blöd, wenn man sowas vergisst. Mir ist keiner verheiratet. Der mich heiratet, ne, den suche ich mir ganz genau aus. Echt? Ja. Ich habe einfach die Erstbeste genommen. Dum. Das war jetzt richtig gemein. Das ist echt ein Arsch, ey. Wahnsinn. Und das im Internet. Unglaublich. Also das geht mal gar nicht. Dabei ist sie so eine Tolle, ey. Du kannst so ein Glück haben. Richtig, ja, ohne Witz, ey. Das weiß ich. Aber Arschloch. Du Arschloch! Ich mal, ey, Stimmung ist echt hinüber. Was denkst du dir bei sowas? Unglaublich, nix. Unglaublich, ey, Alter. Ja, nix, was denkt er denn auch? Ich glaub nicht, dass er den ganzen Tag denkt. Denke nicht. Ja, ich glaub auch, ey. Ihr wisst ganz genau, wie das gemeint ist. Nee. Die arme Lea. Jetzt lässt sie sich scheiden. Und die armen Kinder und... Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich hoffe auch nicht. Du hoffst auch nicht? Ach, du bist... Lena ist einfach die beste Frau, die man haben kann. Fertig. Die wird nicht wegen so einem Spaß... Was ist mit Rio? Rio ist die zweitbeste Frau, die man haben kann. Ja. Geht doch. Ja, Geschmäcker sind zum Glück unterschiedlich. Ja, Gott sei Dank. Stell dir mal vor. Ah, nee, Rio. Herrlich. Ja. Oh, Fee. Ja. Das war schön. Oh, ich habe eine Stimme, die ich nachmachen kann, aber das geht bestimmt nach hinten los. Ja, mach mal. Wenn ich das jetzt sage, dann kriegt man es schon direkt am Anfang raus. Das ist blöd. Das ist so ein typischer Satz. Ich wette, das geht jetzt total nach hinten los, aber... Mein lieber Johann! Nee, das war blöd. Hey. Er kann nähen, ne? Das war gut, ich weiß nicht, was es war. Soll das denn sein? Nee, ich hab versucht, ich weiß gar nicht, wer von den beiden das ist. Das kann auch der Goran besser. Du sagst mir, der Goran kann alles besser, was ist ja, los? Ja, Stimmverstellen ist er besser so. Der große Goran. Der große Goran. Goran, der große. Den muss ich auch mal ab und zu her erwähnen, damit er hier. Goran. Gibt es nicht so ein Buch, Gedenken, was so heißt? Eine Buchreihe sogar, glaube ich. Und zwar war das. Ich glaube, du meinst Borat. Nee, Goran, gibt's drei Bücher von, das ist ein Fantasy-Ding, glaube ich.
Sag ich doch, Borat. Boran! Man kann den Wasser so schön auf die Palme bringen, egal. Bei mir liegt ein Ei im Keller. Ich spiel das nur. War Rio hier und hat seine Eier hier liegen lassen? Ja, ist das eigentlich so ein Running Gag bei euch, oder? Die sind vom Gemächt gefallen. Was denn? Running Gag? Wir gehen mit den dicksten Eiern. Ja, ich merk schon. Hallo, ich bitte dich. Das ist doch klar, ey, meine Fresse. Informier dich ja nächstes Mal, wenn du hinkommst, ey. Was ist denn los? Wie bist du eigentlich Gast geworden, hä? Er hat sich ganz normal beworben, wie alle anderen auch. Ja. Gewonnen. Gewonnen. Warum geht's in unseren Jungle kein? In unseren Jungle. In the Jungle. Das soll ich auch spielen, in the Jungle. Das mache ich. Mit der Ukulele, ja. Warum gibt ihr keine. Dann spielen wir es im Duett fähig, ich kann das auch. Kakaopflanzen, wollte ich sagen. Hallo, hört ihr mir zu? Kakaopflanzen? Ist vielleicht als Junk zu alt. Kann sein. Nee, aber jetzt eine riesen Mauer vor dem Dschungel. Also sieht so aus, als wäre das nachträglich in der Jungle. The rabbit sleeps tonight. Alter, das kommt so schräg hier drüben an, das geht gar nicht. Ich bin auch krank, ich kann nicht so gut singen. Ich muss nächste Woche warten. Nächste Woche kann ich wieder singen. Ich renne jetzt bis zum nächsten Dschungel. Ich weiß, was ich noch nicht wieder von dir bekommen habe. Die Schnitzel, die du mir vorher gegeben hast. Ich bin immer noch am Verhungern. Wieso hast du die nicht gegessen? Ich habe eins gegessen. Und dann war ich wieder voll. Ja, jetzt bin ich ziemlich weit weg. Jetzt muss ich ja was essen geben. Ich gehe jagen. Geh doch selber jagen, genau. Ja, aber du musst jetzt hier langsam mal irgendwie, glaube ich, zum Ende kommen. Weil wir haben noch mehr Aufgaben für dich. Oh ja. Genau, das war ja noch nicht alles. Bau mal dein Haus fertig. Dann brauche ich jetzt ganz schnell noch ein paar Redwood Tree Logs. Verdammt. Kann nicht mehr rennen. Haben wir noch irgendwelche Fragen vergessen? Ich habe ein Dorf gefunden. Hallo Dorf. Das war die Frage Nummer 1, die uns brennend interessiert hat. Ja, stimmt. Ich habe hier gerade einen Zombie gehört. Der hat sich leicht erregt angehört. Oh nein. Der hat mich angegrunzt. Das war der Rothermoon. Ja. Unten in seiner Höhle, in seiner Betthöhle. Ich glaube, hier waren wir noch nicht in diesem Dorf. Da war ich schon. Nee, warst du noch nicht. Wetten? Hier leben noch welche. Gutes Lied. Das ist natürlich. Das ist dann. Ich will 10 Keys haben und gib mir dann 3 Flint. Das ist ein guter Tausch. Hab einen Dreckpenis gefunden. Ah, nee, doch nicht. Das ist nur ein. Ein Dreck. Ja, machst du bitte Hose zu, danke. Aha. Meine Güte, das muss doch hier nicht jeder sehen, ey. Help. Die kommen hier unten in ihre Häuser rein. Die kommen nicht in die Häuser rein, die fliegen alle die Häuser. Nein, jetzt bin ich mein Problem. Oh, der gibt mir 5 Pfeile fürs Markt. Naja, egal. So, weiter geht's. Glaub, ich bin in einer Höhle gefallen. Mit einem Huhn. Ich bin in einer Höhle mit einem Huhn, ganz alleine. Kennt ihr Invader Sim? Die Musik. In Invaders Must Die. In eine Zeichentrickserie. Invaders Must Die. So mit Orks und so. Ja. Nee. Ich kenne This Is My Planet. Kennt ihr Invaders? Nein. Oh, ich fange mal. Das war eine Zeichentrickserie, die lief auf Nickelodeon, die wurde abgesetzt, weil das die Kinder sehr verstört hatte.